Jetzt wird's multimedial, aber auf eher ungewöhnliche Weise. Fotografie, Literatur und Theater kommen auf sogenannten Tonbild-Postkarten zusammen. Also, der Fotograf Marco Zink hat sich in leerstehende Häuser geschlichen und stellt die dort aufgenommenen Fotos gerade aus. Die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat dazu einen Text geschrieben und aufgenommen. Und die Künstlerin Natascha Muchitsch führt das auf diesen Tonbild-Postkarten zusammen. Michael Fiedler hat sie gefragt, was das eigentlich ist. Eine Tonbild-Postkarte ist eine rechteckige Ansichtskarte mit einem zentrierten Loch, die man am Schallplattenspieler abspielen kann. Ja, das gab es schon früher in den 50er, 60ern, 70ern. Kann man sie auch per Post verschicken? Natürlich, das ist das Ziel einer Tonbild-Postkarte, dass man sie auch wie eine Ansichtskarte verschickt. Ihr habt auch eine mitgebracht. Drauf zu sehen ist ein Bild von dir, Marco. Ein Geschirrspüler, der fast geschlossen ist. Drin hockt aber eine Person. Ich nehme an, du selbst. Man sieht nur einen Ellbogen. Das Bild ist das titelgebende Bild deiner Ausstellung In der Maschine, die jetzt gerade in der Galerie Michaela Stock im 4. Bezirk in Wien zu sehen ist. Und für diese Reihe hast du dir unerlaubt Zutritt in leerstehende Mietobjekte verschafft. Wie hast du diese Wohnungen, diese Objekte gefunden und wie bist du reingekommen? Irgendwie habe ich mich vor dieser Frage gefürchtet, aber jetzt ist es schon länger her, dass nichts mehr droht. Also ich habe mit Maklern Termine ausgemacht in schicken Wohnungen im 7. Bezirk. Und habe mir gemerkt, wo der Makler den Schlüssel oder die Maklerin den Schlüssel hinterlegen und habe diese Zeitspannen zwischen einem und dem zweiten Besuchstermin genutzt, den Schlüssel geholt und bin in die Wohnungen rein und habe mich in den vorhandenen Gegenständen, ob Kühlschrank, ob Geschirrspüler, ob Badewanne, Geräte unter der Abwasch etc., habe ich mich einfach versteckt und verborgen. Man hat mich dann beim Kühlschrank eigentlich mehr oder minder erwischt. Das war auch das letzte Bild, das ich gemacht habe. Und der Makler war dann ein bisschen erschrocken, dass ich irgendwie in der Wohnung stehe, aber habe auch gerechnet, dass irgendwas passiert, aber es war alles in Ordnung dann. Hast du es ihm erklärt, was sozusagen der Hintergrund ist? Nein, eigentlich nicht. Ich habe gesagt, ich habe was in der Wohnung vergessen. Das war halt ein bisschen komisch, weil eine Kamera da stand und ich eigentlich bis auf die unteren Hose nicht bedeckt war. Aber irgendwie war er, glaube ich, zu verwirrt, um nachzufragen und war, glaube ich, einfach nur froh, dass ich gegangen bin. Auf der Tonbild-Postkarte liest Elfriede Jelinek einen Text namens In der Maschine. Der bezieht sich auch auf die Bilder, auf die Ausstellung. Hören wir da mal einen Ausschnitt. Mit einer Maschine kann man auch teilen. Man kann sich mit einer Maschine die Arbeit teilen, die man selber ist. Das ist einfacher, denn der Maschine wird gesagt, was sie tun soll. Der Betreiber der Maschine sagt es ihr. Es ist nicht so gedacht, dass man in sie hineinkriecht, weil man schon vorher weiß, dass man nie ganz reingehen wird. Ja, du bist trotzdem hineingekrochen. Wie hat sich diese Zusammenarbeit mit Elfriede Jelinek ergeben? Wie ist das alles entstanden? Ich habe Elfriede Jelinek irgendwann einmal gefragt, ob sie einen Blick auf meine Website werfen kann. Und 2 Wochen später habe ich 2 Texte erhalten von ihr. Sie hat mir dann diese Texte auch auf Band gesprochen und seither bin ich im Besitz dieser Texte, die auch mir gehören. Und als ich ihr gesagt habe, ob ich den Text für eine Vinyl-Tonbild-Postkarte verwenden kann und sie die Vinyl-Tonbild-Postkarte dann auch in den Händen hatte, hat sie gesagt, sie hat keinen Plattenspieler. Das fand ich irgendwie wieder so belustigend. Sie hat sich aber sehr darüber gefreut, weil es einfach eine sehr coole und sehr eine passende Form ist der Darstellung. Und es ist einfach auch eine Form von Sicherung von so etwas, von einer Stimme eines Autors, das auf einem fast Wiedergang, auf einem Relikt versichert ist. Und eine Vinyl ist irgendwie etwas, das sich konstant hält. Sie sichert wie eine Dokumentation etwas. Und wir haben jetzt ein Bild aus der Serie und eine Vinyl-Postkarte, die wir verlosen. Und dazu brauchen wir aber eine Gewinnfrage. In welchem Jahr hat Elfriede Jelinek den Literaturnobelpreis bekommen? Wer die Antwort kennt, ruft jetzt an. 0800 226 996. Die Ausstellung mit den Fotos von Marco Zink läuft noch bis Ende Oktober. Am 8.10. gibt es einen Talk mit Natascha und Marco und bei der Premiere vom neuen Jelinek-Stück Licht im Kasten am Schauspielhaus Graz wird die Tonbild-Postkarte auch eine Rolle spielen. Also wer weiß, wann Elfriede Jelinek den Literaturnobelpreis gewonnen hat,
Ruft jetzt an. 0800 226 996.